Hallo ihr Lieben und willkommen zur neuen Maya-Welle. Die neue Maya-Welle beginnt am 4. März und endet am 16. März. Es ist die Welle der Vision. Etwas ganz Besonderes, das hier startet. Denn es ist ein ganz besonderes Ich bin das Ich bin-Bewusstsein. Also, dass dir immer mehr klar wird, wer bist du und wo sind deine Visionen? Die Vision von dir, die Vision von allem, was bei dir ja jetzt über kurz oder lang, mittelfristig, langfristig tatsächlich in dein Leben kommen soll. Viele Dinge waren verschleiert und so langsam lüften sich die Schleier und dir wird immer klarer, worum geht es für dich, was kommt hier für dich, was ist dein Weg, welcher Plan soll sich hier erfüllen und das zeigt sich hier jetzt wirklich ganz massiv auf. In dieser Welle, da geht es auch darum, dass du aus einer höheren Perspektive, ja, wie der Adler eben fliegst, und siehst, was ist unter dir, was kommt da, was ist all das, was auf dich zukommt. Und du kannst es abwägen, du kannst schauen und du wirst sehen Dinge, wo du erkennst und sagst, ja, das ist erledigt. Du wirst Dinge sehen, wo du sagst, oh, das ist neu, das muss ich mir jetzt anschauen. Und du wirst Dinge sehen, wo du sagst, hey, Moment mal, das ist jetzt die Idee, das ist jetzt die zündende Idee für mich, für die nächste Zeit, was so alles kommt. Also du wirst merken, da geht jetzt richtig etwas vorwärts. Mit dieser Energie in dieser Maya-Welle passiert auch noch etwas ganz anderes, nämlich es geht darum, dass du immer mehr in Kontakt mit den Meistern und mit den Lichtwesen der höheren Dimensionen in Verbindung treten kannst. Also all die geistigen Begleiter, die dir, die uns zur Seite stehen und da ist ein ganz, ganz intensiver Kontakt da. Mit dieser Verbindung, die du jetzt gerade auch mit dem höheren Selbst dann aufnimmst, das wird deine Ideen noch ein bisschen ankicken. Also du wirst merken, da ist ganz, ganz vieles, was jetzt wirklich Früchte trägt, wo es vorwärts geht. Es geht jetzt darum, nicht mehr nur noch Pläne zu machen, sondern jetzt tatsächlich loszulegen, dass immer mehr alles jetzt voranschreitet. Illusionen werden jetzt ad acta gelegt. Auch wenn du selber dir Illusionen gemacht hast von Zielen, wo du merkst, das kann nicht funktionieren. Entweder wirst du merken, okay, ich muss es ein bisschen umschieben und dann wird es funktionieren. Dann wirst du sagen, ich kann das. Oder du wirst sagen, okay, da war ich ein bisschen auf dem Holzweg. Ich werde jetzt genau das tun, was ich wirklich kann. Ja, ihr habt es ja neulich schon in dem Tagesimpuls gehört. Ich kann das ganz immens und das kommt jetzt wirklich intensivst auf euch zu. Altgewohntes, das ist ja, das ist manchmal so ein bisschen eine Blockade. Da hängst du, da kommst du nicht vorwärts. Also es ist jetzt an der Zeit tatsächlich diese berühmte Wohlfühlzone zu verlassen, dahin zu gehen, Neuland, das du noch nicht kennst und dich da wirklich dann auch ausbreitest. Das ist dein Weg, da geht es für dich hin. Auch die ganz alten Muster, die da sind, die werden jetzt vielleicht einzeln nochmal so ein bisschen hochploppen, aber du wirst merken, Moment mal, altes Muster ad acta, es gibt eine ganz neue Variante für dich und das wirst du erkennen. Deine Gedanken, ja, auch nochmal so ein Thema, dass es für dich ganz wichtig ist, zu sehen, okay, wie denke ich, was ziehe ich in mein Leben über meine Gedanken, auch das, das wird jetzt immer, immer klarer für dich. In dieser Zeit darfst du auch träumen, du darfst groß träumen, logisch, weil du immer mehr deine Vision in dein Leben holst und dir klar wird, wie jetzt was einfach funktionieren kann. Also du siehst schon, interessante Dinge, die passieren. Und ja, das habe ich zum Anlass genommen, für kurze Zeit und für diese Maya-Welle nochmal etwas in meine Kartenreadings mit aufzunehmen. Es gab die Aktion, ich meine, es war entweder im Januar oder im Dezember, wo ich es kurzzeitig hatte und ich werde es jetzt
kurzzeitig in den Katalog wieder aufnehmen, den Tempel der Meister, eben genau dich mit den höheren Lichtstätten zu verbinden, dich mit den Botschaften aus dem Tempel der Meister zu verbinden, weil das ist genau diese Energie, in die wir reingehen. Und wie gesagt, ich werde es für kurze Zeit in den Katalog wieder aufnehmen, als Reading anbieten und dann nach zum Ende der Welle wird es wieder aus dem Katalog genommen. Also wenn du interessiert bist, es ist ja sowieso alles unter dem Video verlinkt, dann schau dir das an, ob das etwas für dich ist. So, aber jetzt, ihr wisst schon die Energien, in die es geht für diese Maya-Welle und ich hoffe, ihr konntet derweil euch schon entscheiden für einen Stapel. Und was ich jetzt noch so mega spannend finde, wir haben ja in letzter Zeit so viel Beziehungssachen, immer wieder die offene Partnerschaft, Triangel, all solche Dinge. Und ich kann euch versprechen, es ist wieder da. Also all dieses Zwischenmenschliche, das kommt jetzt immer mehr zum Vorschein. Ja, ich starte direkt. Stapel 1 für alle, die ihn gewählt haben. Was zeigt sich hier bei euch? Und wie könnte es nicht besser passen? Die unerschöpflichen Ideen kommen bei dir. Denn dein Geist ist eins mit dem unendlichen Geiste Gottes. Und das zeigt einfach, Ideen sind jetzt da. Du hast die Ideen, wie es bei dir weitergehen soll. Und das ist da. Also Ideenvielfalt, höre einfach auf sie. Und nichts Schöneres könnte sein, weil hier kommt die Mentalität der Fülle. Und das schau dir einfach diese Dame an. Was passiert hier? Was häuft sich hier an? Weil du gehst jetzt in diese Ideenvielfalt. Du gehst in die Fülle. Also da ist etwas Wunderbares am Passieren, weil du jetzt in diesem Veränderungsprozess drin bist. Du nimmst diesen Prozess an. Dazu kommt, dass du das Leben jetzt mit Leichtigkeit lebst. Die Karte sagt Play, also spiele. Ja. Habe, have fun, sagt die Karte. Ja, habe wirklich Party, Laune, all das, was du in dein Leben ziehen möchtest. Und das ist jetzt wirklich extrem wichtig für dich, genau dahin zu kommen. Diese Leichtigkeit. Also da wandelt sich etwas. Du wirst vor Ideen in so einen Schwung kommen, dass es für dich einfach nur noch wow, mit Leichtigkeit in alles Neue kommt. Ganz wichtig in dieser Zeit. Und deswegen kommt auch die Muräne, die sagt Abgrenzung, Energieverlust. Denn ja, sie sagt Stopp, Achtung, halte inne. Sie sagt auch, du bist in fremdes Territorium eingedrungen. Es gilt darum, wirklich deinen Blick zu schauen. Es geht um gesunde Grenzen. Nicht nur, dass du bei jemand anders zu weit gegangen bist, auch andere bei dir. Und was hat dazu geführt, dass eben dieser Energieverlust ja, dich jetzt dazu nötigt, regelrecht nötigt, Grenzen zu setzen, ganz klare Grenzen. Und diese Grenzen, ja, die werden von dir jetzt eingefordert. Warum werden die so eingefordert? Eben weil jetzt bei dir eine ganz große Wandlung da ist. Und schau es dir an, die Muschel ist hier mit der Perle. Die allumfassende Liebe und ja, geweinte Tränen haben sich unmerklich in wunderschöne Perlen gewandelt. Diese Perlen, die sollst du anschauen. Alle Tränen, die du vergossen hast, die hatten ihren Sinn, weil sie jetzt so wichtig sind für das, was für dich jetzt in nächster Zeit kommt. Du wirst profitieren von all dieser Traurigkeit, weil diese Traurigkeit, dieses tiefe Tal, das du durchschritten hast, das war wiederum wichtig. Das war wichtig, das war Lernerfahrung und diese Lernerfahrung, die solltest du machen. Ja, das wollte deine Seele so und jetzt da ist es Zeit daran, das alles zu transformieren. Wow. Was bedeutet das für dich? Und wir haben ja jetzt schon gehört, es geht um Fülle, ja, und es geht um Geschenke. Es ist Zeit für Geschenke bei dir. Du darfst jetzt unverhoffte Geschenke erwarten. Die kommen jetzt. Und das wird auch noch weitergehen, denn du siehst es hier, hier ist ein Edelstein. Also die Geschenke, die werden auch edel sein, die werden Wert haben. Und wow, also da kommt etwas. Du darfst es tatsächlich annehmen. Kein falscher Stolz, sondern nimm es an, die Fülle, die für dich hier tatsächlich, ja, gedacht ist.
Bei dir, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist vieles, was sich wiederholt. Die offene, ja, Partnerschaft, das ist nicht jedermanns Ding, aber ich glaube, hier geht es nicht unbedingt diese offene Partnerschaft in dem Sinn so zu haben, sondern zu gucken, welche Verehrer hast du jetzt, welche Menschen hast du jetzt, die in dein Leben kommen, die einfach mal kommen, ein Geschenk bringen. Und da geht es nicht, dass du eine Verpflichtung denen gegenüber hast, sondern die bringen ein Geschenk. Die sind Geschenkebringer einfach für dich. Und ja, du musst nichts zurückgeben. Und ich glaube, das steckt diesmal heute hinter dieser Karte Open Relationship. Denn für dich geht es tatsächlich darum, die Ideen, die Fülle, die kommen soll. Der Kanal, der soll sich öffnen. Und dieser Kanal, den du jetzt öffnest. Und das finde ich so spannend, dass diese Karte kommt, weil momentan, ich merke es einfach an den Anmeldungen, auch für Energie, Einweihungen in Energiesysteme und gerade Reiki wieder, unwahrscheinlich viele Menschen, die sich dafür entscheiden, die diesen Weg gehen, die ihren Kanal immer mehr verfeinern, öffnen, um in dieses große Strahlen zu kommen. Und das ist es, was bei dir hier ganz immens angetriggert wird. Wow, wow, sage ich nur. Jetzt gibt es natürlich noch so ein paar Schattenseiten. Was heißt das für dich? Diese Schattenseite, die sich bei dir zeigt, das ist der Götze des Leidens. Wenn du bisher Leid durchlebt hast, deswegen kommt diese Karte, heißt das nicht, dass du immer wieder das Gefühl hast, da kommt jetzt jemand mit einem Geschenk, das ist eine Verpflichtung, was bringt das wieder Leid für mich? Oh, nee, streich das mal, echt raus mit, weg. Leiden ist gestrichen, Leiden ist ad acta, weg mit. Was kommt weiter bei dir? Und da kommt der Götze der Selbstkonzepte. Und du siehst hier diese Dame, also da muss ich nicht viel kommentieren. Selbstliebe auf der einen Seite, aber eben, ja, nicht das Ganze in ein etwas Negatives umkippen lassen. Also du siehst, du darfst hier gehen, du darfst vorwärts gehen mit all deinen Ideen, denn die sind wichtig, die sind richtig und das wird für dich, glaube ich, eine ganz großartige Zeit. Wir gucken weiter. Alle, die den zweiten Stapel gewählt haben, um was geht es bei euch? Bei euch geht es darum, ja, wo ist deine Quelle? Wo kommt deine Energie, deine Ideen her? Gott ist deine Quelle und ja, Gott hat dir alles Mögliche mitgeliefert. Und es geht darum, jetzt um dein Vertrauen. Wie viel Vertrauen hast du in dich selbst, dass alles, was du, ja, was für dich wichtig ist, richtig ist, dass das auch zu dir kommen kann? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess gerade bei dir. Es gibt keinen Mangel, es gibt keine Begrenzung, sondern es ist deine Fülle, die dir zusteht. Das Ganze, und das finde ich jetzt schön, dass das kommt, die Fülle, die für dich kommen darf, die kannst du ohne Angst empfangen. Es steht dir zur Verfügung. Du darfst mit offenen Armen diese Fülle, die für dich vorgesehen ist, empfangen. Und diese Fülle, die hier vorgesehen ist, und du siehst es schon, es sind unwahrscheinlich viele Engel, die hier dabei sind. Was bedeutet das für dich? Du hast hier schon tiefe, tiefe Begleiter an deiner Seite, aber da ruft noch etwas Tiefes aus dir innen heraus. Das ist die Seele, die ruft und die schreit im Moment regelrecht. Also diesen Ruf, den kannst du absolut nicht mehr überhören und das schiebt dich jetzt komplett an. Für dich ist das ein Aufwachprozess und ja, du siehst hier Energetik-Upgrades. Etwas energetisch Neues kommt bei dir. Und ich glaube, bei dir ist es auch im Moment an der Zeit, dass du Ideen hast. Wo willst du dich verändern? Hast du noch irgendetwas im Kopf, wo du sagst, hey, das wollte ich schon immer machen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Mit diesen Karten ist das jetzt. Also wenn du sagst, hey, mich hat die ganze Zeit eine Reiki-Ausbildung interessiert. Mich hat eine Einweihung in Energien von Avalon interessiert, das ist dann ein Bestandteil von dir, dann soll das so sein. Oder es gibt noch viele, viele andere Beispiele, dann soll das so sein, dann ist das jetzt der Weckruf, weil das soll jetzt noch als letzter Kick zu dir kommen, damit du in deiner Entwicklung nicht stehen bleibst. Das ist,
ja, ich möchte es mal sagen, wie so ein Booster. Du wirst da nochmal angeschoben. Du hast alles Mögliche in dir, aber oftmals braucht man einfach noch diese Initialzündung, um weiterzumachen, um nicht stehen zu bleiben. Und das ist es, was hier bei dir passiert. Diese Verbindung, die bei dir da ist, das wird jetzt hier auch wieder gespiegelt, denn es geht hier tatsächlich darum, Verbindungen mit anderen, gegenseitiges Unterstützen, gegenseitiges Nutzen und auch das oder den Gegenüber so anzunehmen, wie er ist. Das gehört zu deinem Prozess. Das ist ein ganz, ganz wichtig, wichtiger Teil. Und was auch weiter dazu gehört, bei dir, und da kommt die Meerjungfrau ins Spiel. Das ist Schönheit, Ehrung. Aber das bedeutet auch, die innere Balance zu finden und sie zu bewahren. Diese innere Balance, und da gehört eben all das dazu, was dich die ganze Zeit schon so antriggert, dass du für dich sagst, hey, da will ich jetzt hin, was ist für mich so richtig wichtig, was will ich mir hier noch gönnen? Und genau das ist es. Du wirst hier aufgefordert, auf dich, auf deine Intuition zu hören, eben um für dich das Energielevel anzuheben. Ja, bei dir, was passiert da noch so? Ja, da wird jemand in dein Leben treten und du siehst es hier schon, dieser Mann. Und wenn du jetzt ein Mann bist, dann ist es eine Frau. Der oder die wird mit dir flirten. Also das ist so wirklich so, ja, das ist etwas Schönes. Aber das zieht auch eine ganze Menge Getratsche und Geratsche hinter sich. Weil da wird es Menschen geben, die gönnen dir das nicht. Und sei dir dessen bewusst, nicht so, oh Gott, habe ich was falsch gemacht und darf ich das und. Hey, du darfst empfangen. Du darfst jetzt alles annehmen. Und das, was die hier zu tratschen haben, das hat mit denen zu tun. Keine 5 Minuten mit dir, das ist denen ihr eigenes. Du triggerst bei denen etwas an und das sollte dir bewusst sein. Dir ist es noch nicht ganz bewusst, weil wir sehen es hier, es sind Hindernisse. Also es wird dich noch mal so ein bisschen blockieren, weil du wirst da stehen und sagen, oh Gott, was ist das? Und Getratsche und warum genau ich? Und warum lästern die jetzt so? Also das ist so ganz, ganz viel so hin und her. Aber das werden nur so kleine Umwege sein und dann wirst du wieder ganz klar auf deinem Weg sein. Denn für dich ist total klar, dass du jetzt vortrittst, dass deine Zeit da ist, dass du vorwärts gehst. Es ist so wichtig für dich, diese Zeit. Du wirst in deine Stärke kommen, egal was andere da außenrum quatschen. Das ist echt Schnuppes, Pieps. Egal, weil das, was die haben, das ist denen ihr Ding, das ist nicht dein Ding. Also das ist es eben, was jetzt für dich immer, immer wichtiger ist. Egal, was die außenrum alle von sich geben, es ist egal. Es ist egal. Und das ist so wichtig. Bleibe bei dir, bleibe in der inneren Mitte. Genau das haben wir hier gehört. Was kommt jetzt weiter bei dir? Und das, was bei dir kommt, jetzt wissen wir ja schon, da tut dich ein Mann, eine Frau umgarnen. Jetzt kommt aber hier der Götze des Herzensbruchs. Diese Karte, die kommt immer dann, wenn es darum geht, hey, wo sabotierst du eine Beziehung? Und dieses, das ist so Opferhaltung, so, oh, der Mann, also es wäre so typisch, der Mann ist viel zu schön für mich. Ey. Streiche so einen bescheuerten Satz. Das kann gar nicht sein. Wenn das der Mann ist, der dich umwirbt oder die Frau, dann soll das so sein. Dann ist es so, dann nimm das einfach mal an. Aber bitte, bitte keine Selbstsabotage. Dazu kommt dann noch der Götze der Beziehungen. Und du siehst hier schon die Dame, die guckt sofort auf die Hochzeitstorte. Und hier gilt es einfach darum, dass du jetzt schaust, dir bewusst zu machen, wo stehst du in deiner Beziehung? Wo ist der Wunsch für eine Beziehung? Denn es gilt jetzt darum zu gucken, welches Wunschdenken einer Beziehung hast du? Was ist Realität? Also du wirst da aufgefordert, immer mehr klarer und ja, klarer einfach für dich zu sein. Klar zu erkennen, um was geht es hier für dich und wo ist Wunschdenken? Also ja, Wunschdenken schon.
Ja, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist so dieses Selbst sich ein bisschen was vorlügen. Und das wird jetzt echt glasklar. Die Schleier, die entschwinden und für dich geht es hier vorwärts. Ja, jetzt schauen wir für alle, die den dritten Stapel gewählt haben. Also ja, falls du dich nicht entscheiden konntest und alle drei Stapel gewählt hast, dann ist das auch nicht falsch, dann soll das so sein, dann ist überall etwas für dich drin gewesen. Deswegen, wir schauen jetzt, was kommt hier beim dritten Stapel? Es geht um die Träume über Fülle. Wenn du schläfst, ja, dann kriegst du von Gott, von den Engeln, von dem höheren Selbst, du kriegst Ideen, du kriegst immer mehr, da wird kommuniziert mit dir. Und dieses Kommunizieren, das findet statt. Hörst du es auch, nimmst du es wahr, was dir hier mitgenommen, gegeben wird, denn es geht wirklich um die Fülle für dich. Da geht es auch darum, welche Schuldgefühle hast du noch? Wo hängst du noch fest, dass du das Gefühl hast, du hast Schuld? Und du tust damit dir im Endeffekt ja nichts Gutes, weil du darfst dein Licht jetzt echt erstrahlen lassen. Das darf richtig hell strahlen. Deswegen vergib dir selbst und alles, wo du denkst, du hast hier etwas getan, was nicht passt. Hey, allen Ernstes, vergib dir. Welchen Rucksack trägst du damit dir mit? Denn du kriegst es hier nochmal gesagt. Hey, warum tust du dein Licht unter den Scheffel stellen, passt dich lieber an, statt dass du strahlst und strahlst und strahlst. Warum machst du dich so klein? Und das sollte jetzt ganz bewusst werden, dass es keinen Grund gibt, dich klein zu machen. Dann kommt für dich der Sirius. Und ja, das ist ein Fokus, das ist Sternenwissen. Und der Sirius, der leuchtet über dir. Das ist etwas ganz Reines, Wunderbares, das hier stattfindet. Und der Sirius, der sagt dir ganz klar, höre auf deine Eingebungen, vertraue deiner Wahrnehmung und konzentriere dich auf deine inneren Bilder. Ja, es ist dein Weg, du gehst ihn und eben genau nach deinen Themen. Da kommt dann auch der Buckelwal, der sagt, das ist der Pfad, der Weg des Seelenkranks. Der Seelenklang ist deins, folge diesem. Folge der Quelle deiner Seele und alles Wissen ist für dich da und du wirst dich verbinden. Da wird etwas passieren, Antworten kommen und ja, das Urvertrauen wird zu dir zurückkehren. Und das Urvertrauen ist sowieso das Märzthema schlechthin. Also du siehst, das ist für dich ein ganz wichtiger Bestandteil. Was kommt dann für dich noch? Und ich sagte es ja schon zu Beginn, Liebesthemen ganz intensiv. Bei dir steht hier die neue Liebe an. Wobei neue Liebe auch tatsächlich Liebe zu dir selber, zum Urvertrauen, also alles, was hier passiert, das gehört dazu. Das hat auch mit Liebe zu tun. Ja, da kommt schon noch auch ein Mann und bist du ein Mann, dann ist es natürlich auch andersrum oder gleichgeschlechtlich, das zählt alles. Und was passiert da noch? Du stehst dann auch zwischen den Stühlen. Du darfst dich dann entscheiden. Du hast jetzt tatsächlich, du darfst Schuldgefühle loslassen. Du darfst dein Licht erstrahlen lassen. Und wenn du das erstrahlst, hey, die Motten werden vom Licht angezogen. So möchte ich es fast mal sagen, wobei ich, Entschuldigung, liebe Männer, euch nicht als Motten bezeichnen möchte, aber das passt jetzt gerade einfach so. Also, wenn du strahlst, das zieht an und das wird auch das andere Geschlecht, gleichgeschlechtlich, je nachdem, anziehen und das ist es. Also, da, ja, du hast dann die Qual der Wahl. Entscheide dich. Du hast freie Auswahl. Was hier bei dir weiter passiert, und ich glaube, das hat jetzt gerade bei vielen Seelenpartnerschaften auch mit zu tun, die heilige Beziehung kommt hier. Das, was hier ist, ist ein ganz besonderes Level der Beziehung, die heilige Beziehung. Denn diese Beziehung, da wirst du hingeschubst, wenn es darum geht, deine Liebe auch zu erneuern, die Liebe auch ja an den Himmel zu übergeben. Das ist ein ganz, ganz besonderes Level der Beziehung, das hier erreicht wird. Und das fängt damit auch an, dass jeder ins Licht kommt und strahlt. Und guck mal, Masken, Fesseln, die fallen ab. Das geht jetzt wirklich auf ein ganz neues Beziehungslevel, das hier vorwärts geht.
Was kann jetzt hier weiter natürlich bei dir passieren? Und das, was bei dir passieren kann, du hast die Qual der Wahl, das haben wir schon gehört, dann kommt jetzt hier der Götz der Gier. Wenn man jetzt natürlich merkt, wow, was passiert da? Dann kommt jetzt das Ganze hier auch, okay, was tust du jetzt mit Konsum ausgleichen? Also das ist etwas, das dich jetzt hier mit antriggert, anschubst, wo du wirklich nochmal hinschauen sollst, was ist Konsum, was brauchst du wirklich für dich und was ist einfach Blödsinn. Dann kommt da auch noch der Götze der Krankheit. Der Götze der Krankheit, das bedeutet, ja, was passiert da, wenn dieser Götze der Krankheit kommt? Die Krankheit, die dir widerfährt, das ist das Drehbuch, das du selber schreibst. Ganz viele Dinge kommen tief aus uns selber hinaus. Wir erkennen es und das Erkennen ist das Wichtige. Also guck dir das an, in welchem Leid möchtest du dich suhlen oder möchtest du vorwärts gehen? Und das ist jetzt hier, was ganz immens angetriggert wird bei dir. Ich bin am Ende angekommen. Ich wünsche euch eine wunderbare Welle, schicke euch ganz viel Licht und Liebe aus meinem Herzen und in diesem Sinne Namaste.